Dienstagabend Nachholspiel im Sportpark Nord. Das vorletzte Spiel der Saison für den Bonner SC zu Hause gegen Alemannia Aachen. Die waren hier am Samstag schon mal zu Gast, haben nämlich das Mittelrhein-Pokalfinale gegen Viktoria Köln bestritten. Dieses allerdings mit 2:0 verloren und im Zuge dessen musste Aachens Trainer Christopher Andersen einige Absagen hinnehmen. Viele Spieler, die entweder keine Lust mehr hatten oder schon auf Urlaubsreisen und Länderspielreisen unterwegs waren. Insgesamt fehlten 16 Spieler aus dem Aachener Kader. Und das wollten die Bonner natürlich nutzen. Die begannen griffig, die begannen offensiv. Hier mal González mit einem optimistischen Versuch aus zweiter Reihe. Aber Bonn spielte munter nach vorne. Kam in der 21. Minute mit Marcel Kaiser auf rechts. Die Flanke ist gar nicht mal so gefährlich, aber Senic lässt ihn durch. Dann gibt es Ecke, aber wir schauen noch mal hin, denn da war doch eine Hand im Spiel. Die 34 der Aachener hier ganz klar mit der Hand am Ball, aber vorher noch aufgesprungen. Und aus kurzer Distanz, ein Elfmeter wäre hier wohl zu hart gewesen. 26 Minuten dauert es, bis auch die Aachener im Spiel waren mit dieser richtig guten Gelegenheit für Falaye. Aber klasse pariert von Dautzenberg mit dem Fuß. Vielmehr hatte er in der ersten Halbzeit nicht zu tun. Dann nochmal die Bonner mit Schumacher. Links neben ihm stand Takahara völlig frei, den sieht er aber nicht. Und dann vertändelt er die Kugel, da war mehr drin in dieser Szene. Die schönste Kombination der ersten Halbzeit dann zwischen González und Sumor. Rudi González, da hat nicht viel gefehlt. Selic wäre da vermutlich nicht rangekommen. Es fehlte nicht viel und Bonn wurde jetzt doch klar die bessere Mannschaft. Nochmal einer von Takahara auf Sumor, der will ihn drüber heben. Aber bei der Ballannahme verspringt die Kugel etwas. Und deswegen nicht mehr drin für ihn. Wir gehen in den zweiten Durchgang. Der Freischuss von Schumacher noch eher ungefährlich, aber eine Minute später dann nochmal der BSC mit Sumor auf rechts. Das ist der eingewechselte Güler, der rutscht da unterm Ball durch. Chance aber noch nicht vorbei. Ball kommt in die Mitte und da ist Marcel Kaiser. Und der macht das so wichtige 1:0 im Kampf um den Klassenerhalt. Ausgerechnet der Ex-Aachener Marcel Kaiser mit seinem vierten Saisontor. Und wir sehen in der Wiederholung nochmal den Laufweg von Kaiser, der jetzt in den 16er reinkommt und sich dann wunderbar vor dem Tor positioniert. Genau da steht, wo der Ball hinkommt und zum 1:0 einschiebt. Dann wird es mal hektisch in der Bonner Defensive, kriegen den Ball nicht richtig raus. Dann fasst sich Marco Müller ein Herz und da hat Dautzenberg Glück, der wäre dann nicht mehr dran gekommen. Ball klatscht an den Innenpfosten, kurze Schrecksekunde und dann noch das schönste Bild des Tages. 500 Zuschauer wieder zugelassen in Bonn. So, so wichtig, dass ihr alle wieder da seid. Doch danach sahen die 500 Zuschauer erstmal ganz viel Hektik. Marcel Kaiser von hinten gegen André Wallenborn. Glattrot, Marc Jäger, der Schiedsrichter zögert keine Sekunde. Björn Joppe außer sich, rennt auf den Platz, versteht die Welt nicht mehr. Marcel Kaiser sowieso nicht. Eben noch als Torschütze der Held und jetzt fliegt er hier eine knappe halbe Stunde vor Schluss mit Glattrot runter. Und für den Ausflug aufs Feld bekam auch Björn Joppe noch die rote Karte. Wurde auf die Tribüne geschickt. Konnte es nicht verstehen, war nicht sein erster Platzverweis in dieser Saison. Wir sind schon in der 72. Freistoß von Marian Saar, scharf vors Tor getreten, aber keiner mehr dran. Joppe nahm dann zwischenzeitlich auf der Pressetribüne Platz, ging dann aber später gemeinsam mit Marcel Njeng wieder runter zum Team, denn man durfte die Feierlichkeiten vorbereiten. 89. nochmal Teixeira aus der Distanz, aber sonst passierte nichts mehr. Aachen konnte die Überzahl nicht nutzen. Und nach 93 Minuten stand der Sieger fest. Der Bonner SC gewinnt mit 1:0 gegen Alemannia Aachen. Und weil zeitgleich Borussia Dortmund gegen Bergisch Gladbach gewonnen hat, kann der Bonner SC nicht mehr eingeholt werden. Hat den Klassenerhalt gesichert. Starke Leistung vom gesamten Team über die Rückrunde. Man hat den Rückstand noch aufgeholt. Und am Samstag haben wir dann noch ein letztes Heimspiel gegen den ersten FC Köln 2 zur großen Klassenerhaltsparty.